Ja, wir haben eine ganz konkrete Idee, die heißt, wir wollen ein Zukunftsthema besetzen mit den Lehr- und Forschungszentren. Und dieses Zukunftsthema wird mit drei Parteien sozusagen zum Erfolg gebracht. Das ist die Hochschule Reutlingen, das ist eine Universität wegen der Forschung und das sind Firmen, die uns finanziell unterstützen, aber auch Input geben aus Marktsicht. Die Faktoren für den Erfolg ist die Vernetzung. Wir arbeiten mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Partnern zusammen und es ist sehr wichtig, dass diese Partnerschaften sozusagen entwickelt werden, insbesondere mit den Firmen. Das heißt, unser Interesse ist es ganz besonders auf den Mittelstand, natürlich auch auf die großen Firmen, hier im Kreis zuzugehen, zusammen zu forschen und sicherzustellen, dass sie die besten Absolventen bekommen. Natürlich sind wir zufrieden. Ich freue mich, dass der erste Jahrgang jetzt fertig wurde und wir sehen ein stetiges Wachstum. Insofern sind wir zufrieden. Mehr können wir nicht erwarten, aber wir werden noch einige Schritte gehen.